Ja, herzlichen Dank und einen schönen guten Morgen von meiner Seite. Wir haben gestern ausführlich, wenn Sie wollen, über die Folgen und die Kosten der Vergangenheit geredet. Die Sozialausgaben, die insbesondere den Kommunen die Handlungsspielräume heute deutlich einschränken. Und worum es mir in der nächsten knappen halben Stunde, 20, 25 Minuten geht, sind sozusagen die Folgekosten der Zukunft. Was auf uns als Gesellschaft zukommt, wenn wir nicht anders investieren, und zwar anders in Bildung investieren, als wir das heute getan haben. Ich werde das versuchen, in drei Teile aufzuteilen. Ich beginne am Anfang noch einmal zu rekapitulieren, wo ist eigentlich unser Problem? Und aufzuzeigen, dass wir eine viel zu große Anzahl junger Menschen zurücklassen als Bildungsverlierer, als Risikoschüler und sie eben nicht die Chance haben, an unserer Gesellschaft teilzuhaben. Ich werde in einem zweiten Teil dann die Konsequenzen der schlechten Bildung und in einem dritten Teil Lösungsansätze in Teilen als Leitfragen formuliert versuchen, uns dann auf die folgende Diskussion mit auf den Weg zu geben. Lassen Sie mich mit der Frage der Bildungsverlierer und dem heutigen Problem beginnen. Wenn man einmal sich die Landschaft heute anguckt, dann kann jeder fünfte Jugendliche im Alter von 15 faktisch nicht zusammenhängend lesen oder nicht rechnen. Bei den männlichen Jugendlichen jeder vierte, 25%. Wir kennen das Problem der Chancengerechtigkeit. Bei den Kindern mit Migrationshintergrund ist die Hauptschulquote doppelt so hoch, die Gymnasialquote ein Achtel. Wir haben das Thema der Schulabbrecher, knapp 70.000, die jedes Jahr die Hauptschule oder wie sich herausstellt, dann sind es tatsächlich meistens die Förderschulen ganz ohne Abschluss verlassen. Und ein Problem, auf das die heute veröffentlichte und auf Ihrem Tisch liegende Studie des WZBs eingeht, die Frage, was machen wir eigentlich mit den 150.000 jungen Menschen, die ohne Ausbildung jedes Jahr auf den Arbeitsmarkt versuchen, Fuß zu fassen und das aber nicht können. Also eine unglaublich hohe Anzahl im internationalen Vergleich, die nicht lesen und rechnen kann, viele Schulabbrecher und entsprechend dann auch sehr viele, die ohne Ausbildungsabschluss versuchen, in unserem Leben teilzuhaben. Die Frage ist, lösen sich diese Herausforderungen von selbst? Hilft uns zum Beispiel die Demografie an der einen oder anderen Stelle? Oder wird es für das Bildungssystem und auch die kommunale Verantwortung im Bildungssystem noch schwieriger? Und wenn man sich mal die drei Faktoren Demografie, Migration und Kinderarmut, über die Sie ja gestern sehr ausgiebig diskutiert haben, anguckt, dann sieht man, die Herausforderungen werden nicht gerade weniger. Sehen Sie sich zum Beispiel einmal eine Karte der Demografie an. Das ist Deutschland. Das sehen Sie, rot bedeutet ein extremer Schwund und blau bedeutet, es geht noch. Wenn Sie die Karte normalerweise angucken, sieht sie eher anders aus. Da ist der Osten tiefrot und der Westen einigermaßen blau. Das ist nicht die Bevölkerungsentwicklung, das ist die Entwicklung der Schülerzahlen, nämlich in dem Falle der 10- bis 15-Jährigen in ungefähr 15 Jahren, 2025. Und was Sie sehen, ist, dass die großen Schülereinbrüche an Zahlen, die stehen dem Westen bevor. Also zum Beispiel Nordbayern verliert 36% der Schüler im Alter von 10 bis 15 Jahren bis 2025. Anders ausgedrückt, jede dritte Schule zu. Der Osten hingegen hat diesen Schwund schon hinter sich. Da kommt dann zum Jahre 2025 die nächste Welle, dass die Kita-Kinder wieder einbrechen. Das geht immer so in Stufen. Klar ist aber natürlich, dass eine solche demografische Entwicklung, wo wir große Regionen haben, die über 30% der Schüler verlieren, extreme Veränderungen lokal auf der Ebene der Schulstruktur nach sich ziehen, seien es Schließungen oder seien es eben Zusammenlegungen von Schulen. Wenn Sie sich das Thema Migration und damit Sprachförderung und Ähnliches angucken, dann haben wir auf der einen Seite die Entwicklung, dass wenn Sie einfach mal einen Generationenvergleich machen, haben wir 16% der über 25-Jährigen, die in der Bundesrepublik Migrationshintergrund haben. Bei den unter 5-Jährigen sind es aber genau doppelt so viele, 34%. Und wenn Sie dann in die Ballungszentren gucken, und ich habe mir mal Frankfurt am Main rausgesucht, dann sind 3/4 der neugeborenen Kinder in den Ballungszentren, wie zum Beispiel Frankfurt, haben Migrationshintergrund.
Wenn Sie das jetzt koppeln mit der Tatsache, dass das die Bildungsverlierer heute sind, mit überproportional vielen Hauptschulabschlüssen, Hauptschulabbrüchen, dann sehen Sie, dass eben die Herausforderungslage sich noch ein Stück verschärfen wird und wir neue Fragen auch der Bildungsgerechtigkeit werden stellen müssen. Wenn Sie als dritte Herausforderung angucken die Kinderarmut, dann haben Sie wieder die Ost-West-Verteilung, wie sie üblicherweise zu sehen ist, die tiefroten Regionen im Osten, die etwas entspanntere Situation relativ im Westen. Aber natürlich die Frage, was ist mit Kindern, die nur einen Elternteil haben, was ist mit Kindern, die aus sehr kinderreichen Familien stammen und wieder eben das Thema Migrationshintergrund. Auch hier eine Verschärfung der Situation. Und wenn Sie sich die Entwicklung der Kinderarmut in den letzten 25 Jahren angucken, dann ist das insbesondere bei den jüngsten Kindern eine deutliche Verschärfung. Die Frage ist, welche Folgen die hohe Anzahl von Risikoschülern, die hohe Anzahl von Schulabbrechern, der demografische Schwund, die steigende Anzahl von Kindern mit Migrationshintergrund und eben auch die steigende Anzahl von Kindern, die in Armut aufwachsen, für uns als Gesellschaft haben. Über den Problemaufriss habe ich gesprochen, möchte in dem zweiten Teil versuchen, auf die Konsequenzen zu kommen, nämlich die enormen gesellschaftlichen Kosten, die eben diese Bildungskatastrophe, um das Wort von Picht 1964 zu benutzen, oder die Bildungskrise für uns bedeutet, um dann im dritten Teil eben auf die Lösungsansätze und Leitfragen zu sprechen zu kommen. Die Konsequenzen sind auf der einen Seite individuell. Sie betreffen jeden Einzelnen der Jugendlichen, häufig männlichen Jugendlichen. Und es sind fehlende Perspektiven, es sind Fragen von geringem Lebenseinkommen, in der Regel eben auch Transferleistungen, höheres Arbeitslosigkeitsrisiko und die Nicht-Teilhabe bzw. die Ausgeschlossenheit vom sozialen, politischen und eben auch ökonomischen Leben. Aber neben dieser individuellen Sicht gibt es eben die gesamtgesellschaftliche. Und die Tatsache, und so werde ich gleich versuchen zu argumentieren, dass schlechte Bildung uns alle angeht und nicht nur die 20%, die davon betroffen sind. Und Sie als kommunale Vertreter, als Landräte, als Bürger und Oberbürgermeister wissen das natürlich aus Ihrem Erleben, dass das die Problembereiche sind, die Sie eben nicht heute, aber zukünftig in 10 bis 20 Jahren Ihnen diese Herausforderungen stellen werden, die Sie heute schon haben. Um damit mal einzusteigen, haben wir einen kleinen Film mitgebracht und den gucken wir uns einmal an. Das ist der Rudi. Lilly geht in die Kita. Das kostet den Staat Geld. Rudi wird vors Fernsehen gesetzt. Das kostet nichts. Lilly ist jetzt 5. Sie besucht die Musikschule. Auch hier muss der Staat was dazugeben. Rudi langweilt sich vor dem Fernseher und bekommt einen Gameboy. Das kostet den Staat keinen Cent. Lilly kommt in die Schule. Rudi auch. Wieder einmal muss der Staat Geld bezahlen. Lilly macht die Schule Spaß. Rudi bleibt sitzen und muss ein Jahr länger in der Schule bleiben. Auch das kostet den Staat Geld. Lilly will einen tollen Beruf und geht an die Uni. Das kostet den Staat Geld. Rudi dagegen findet keinen Ausbildungsplatz. Der Staat bezahlt ihm eine Fördermaßnahme. Lilly ist glücklich mit ihrem Beruf und verdient eigenes Geld. Und der Staat verdient mit. Rudi ist arbeitslos und wird vom Staat unterstützt. Das kostet dem Staat viel Geld. Sparen ist teuer. Das war der Versuch, ein Projekt, was uns als Bertelsmann Stiftung seit 3 Jahren beschäftigt, nämlich die Folgekosten der Bildung so aufzubereiten, dass man zumindest den Grundkontext in
120 Sekunden erfassen kann. Man kann es natürlich noch ein Stück wissenschaftlicher machen und sich wirklich überlegen, in den verschiedenen Segmenten unserer Gesellschaft, wo entstehen Folgekosten. Ein Beispiel haben Sie auf dem Tisch. Ich möchte Ihnen aber heute noch zwei weitere zeigen aus der Arbeit, die wir in den letzten 2-3 Jahren gemacht haben. Das eine Thema ist die Studie des WZB über die Frage, was entgeht eigentlich den öffentlichen Haushalten und insbesondere wo entgeht es den öffentlichen Haushalten, auf welcher Ebene. Das zweite ist, gibt es eigentlich eine kausale Beziehung zwischen schlechter Bildung und Kriminalität? Und das dritte, was bedeutet schlechte Bildung für Wachstum? Und in die drei Bereiche würde ich gerne mit Ihnen jetzt einmal einsteigen. Beginnen wir mit der Frage Steuereinnahmen und Transferleistungen. Und was ich jedes Mal versuchen möchte, ist eben aufzuzeigen, wie wir durch Investitionen Folgekosten hätten verhindern können. Natürlich in dem Wissen, dass die Investitionen einen Zeitraum des Rückzahlens, des Return of Investments haben, der in der Regel deutlich hinter der politischen Legislatur liegt und dass das genau die Schwierigkeit ist, mit der Politik zu kämpfen hat, weil ich jetzt handeln muss und meine Nachfolger dann die Früchte meines Handelns einfahren. Das ist aber eine Debatte, wie wir sie in der Ökologie jeden Tag haben, dass ich eben im Sinne der Generationengerechtigkeit versuche, die Lasten nicht in der Zukunft entstehen zu lassen. Und so werden wir auch Bildung betrachten müssen, um eben zu vermeiden, dass diese Lasten sich in der Zukunft aufbauen. Die Berechnungen unseres Folgekostenprojektes sollen Ihnen allen im Prinzip die Argumente in die Hand geben, warum es nötig ist, heute was zu tun und heute zu investieren, um nicht in 20 Jahren dazustehen und vor weiteren Soziallasten erdrückt zu werden. Die Frage der öffentlichen Haushalte. Was wir uns mal angeguckt haben, gemeinsam mit Frau Almendinger, war, was passiert eigentlich mit Lohnsteuern? Was passiert mit den Beiträgen zur Arbeitslosenversicherung? Was passiert mit dem Arbeitslosengeld und den Sozialleistungen, wenn wir nicht wie heute 150.000 Jugendliche im Jahr ohne Ausbildung und mit sehr hoher Arbeitslosigkeitsrisiko und so weiter in den Arbeitsmarkt schicken, sondern was wäre, wenn das nur 75.000 wären? Was wäre, wenn es uns gelänge, die Zahl derer, die keine Ausbildung haben, zu halbieren? Und das ist das Ergebnis. Jeder Jahrgang, den wir unter Betrachtung nur dieser 4 Faktoren weiterhin mit 150.000 Ausbildungslosen statt 75.000 Ausbildungslosen in ihr Leben schicken, kostet uns 1,5 Milliarden Euro rückgerechnet auf den heutigen Zeitpunkt. Also 2 Jahrgänge 3 Milliarden, wenn wir 3 Jahre warten knapp 5 Milliarden und dann eben 15 Milliarden nach 10 Jahren. Was wir noch nicht berücksichtigt haben, dass wir 7 Millionen Menschen heute im Arbeitsmarkt haben, die keine Ausbildung haben. Das sind die Lasten der Vergangenheit. Uns hat die Frage beschäftigt, welche Zukunftslasten können wir vermeiden? Und es sind 1,5 Milliarden Euro pro Jahrgang, die nur der öffentlichen Hand an diesen 4 Faktoren entgehen, beziehungsweise eben an Beiträgen nicht gezahlt werden. Und wenn man sich mal anguckt, wie sich das verteilt, dann leidet eben jeder. Der Bund leidet, die Länder leiden, 40%, 30%. Die Bundesagentur und die Kommunen werden auch zu 15% von diesen Kosten eben profitieren, wenn sie nicht anfallen, also wenn es uns gelänge, dann diese 1,5 Milliarden Mehreinnahmen dann auch zur Verfügung stehen. Man kann aber eben nicht nur Themen wie Lohnsteuer und Arbeitslosenversicherung sich angucken, sondern wir haben in einer zweiten Studie uns mal überlegt und berechnet, was eigentlich schlechte Bildung für Kriminalität bedeutet. Sie alle kennen die Korrelation, Sie gucken in die Gefängnisse rein und die meisten Gefängnisinsassen haben kaum einen Hauptschulabschluss. Wir sind einen Schritt weiter gegangen. Wir haben gesagt, kann man eine kausale Wenn-Dann-Beziehung aufbauen und wirklich beweisen, wenn es nur die Hälfte der Hauptschulabbrecher gäbe wie heute, ob wir dann kausal weniger Kriminalität hätten. Das geht, das ist uns erstmals gelungen, diese kausale Kette aufzubauen. Und was man sieht, dass das unterschiedlich ist in den verschiedenen Arten der Kriminalität. Also wenn es gelänge, die Zahl der Hauptschulabbrecher zu halbieren, hätten wir knapp 20% weniger Morde in der Bundesrepublik, knapp 30% weniger Raub und Erpressung und gut 10%, 13% weniger Diebstähle. Es gibt übrigens Faktoren, die viel wichtiger sind als ein Hauptschulabschluss für die Frage, ob ich kriminell werde oder nicht.
Zum Beispiel, wenn die Eltern schon kriminell waren und wenn die Eltern mal im Gefängnis gesessen haben, dann wirkt das im erheblichen Maße auf die Kriminalitätskarriere der Kinder. Nur diese Faktoren kann ich nicht beeinflussen. Und von allen Faktoren, die ich beeinflussen kann, ist die Frage des Bildungsabschlusses der größte Treiber für Kriminalität. Und dann können Sie sich eben angucken und sagen, wir hatten 2.277 Morde in der Bundesrepublik und wenn ich davon eben 18% weniger habe, weil ich besser bilde, dann bleibt der Bundesrepublik und den Opfern und allen 400 Morde pro Jahr erspart. Das können Sie natürlich dann auch noch alles in Geld umrechnen und sich eben fragen, was kostet an Gefängniskosten, an Schaden, an Justiz- und Polizeikosten, was kosten die verschiedenen Arten der Kriminalität. Und dann kommen Sie dahin, dass gut 300.000 Straftaten vermieden werden könnten und dass das Ganze uns 1,5 Milliarden im Jahr wieder sparen würde. Zugegebenermaßen eine etwas schwierige Rechnung, politisch schwierig, nicht mathematisch, sondern wie gehen Sie eben damit um, dass Sie ein Thema wie Bildung kausal in den Zusammenhang stellen mit Kriminalität. Aber es ist eben so, dass würden wir besser bilden, hätten wir nicht nur mehr Lohnsteuern, sondern wir hätten auch weniger Kriminalität. Wir haben uns ein drittes Thema angeguckt, Wirtschaftswachstum. Was ich an dieser Studie so interessant fand, dass man normalerweise, vielleicht nicht normalerweise, aber dass einige vom Bauchgefühl sagen, Wirtschaftswachstum steht im Zusammenhang mit denen am besten Gebildeten. Also wenn wir mehr Leute hätten, die in den Ingenieurwissenschaften ihren Studienabschluss oder ihren Doktor machen, dann werden wir mehr wachsen als Wirtschaft. Wir haben mal am unteren Ende geguckt und haben gesagt, was würde eigentlich dem Wachstum passieren in Deutschland, wenn wir nicht 20% hätten, die nicht lesen und schreiben könnten, sondern wenn fast die nicht existieren würden, wenn wir die Zahl dieser Risikoschüler auf nur ein Zehntel des heutigen reduzieren würden. Und was man hier sieht, ist eine Korrelation über 50 Länder und 40 Jahre, was schlechte Bildung bzw. bessere Bildung, unten Testpunktzahl sind im Prinzip die PISA-Punkte, für das Wirtschaftswachstum bedeutet. Und Sie sehen, dass diese 50 Länder sehr schön korrelieren von links unten Peru und die Philippinen und Südafrika mit sehr geringen Testzahlen bei PISA über die letzten 40 Jahre und sehr geringem Wirtschaftswachstum. Alle anderen Effekte wie Boden, wie Ressourcen und Ähnliches wird alles rausgerechnet, Bevölkerungswachstum wird rausgerechnet. Also man rechnet da sehr sauber. Und Sie sehen, dass Länder wie Singapur, Taiwan, Korea, China, Hongkong, Malaysia, die ganz oben rechts stehen, eben durch sehr hohes Wirtschaftswachstum und entsprechend auch sehr hohe Bildungsleistungen sich auszeichnen. Deutschland liegt wie immer in diesen ganzen Betrachtungen ziemlich im Mittelfeld. Ja, wir sind mittelgut in der Bildung, wir wachsen mittelschnell. Und wir haben uns eben die Frage gestellt, was würde zu unserem Wachstum geschehen, wenn nicht 20% der Bevölkerung mit 15 nicht lesen und schreiben könnten und rechnen. Und die Effekte sind erheblich. Wir wären dann bei PISA so gut wie Frankreich. Das ist jetzt kein Riesenschritt. Es ist ein machbarer Schritt, was Frankreich kann, mit hoher Zahl von Migranten sollten wir auch können. Es hätte aber aufgebaut über die nächste Generation gigantische Effekte für unser Wachstum. Das Problem, es fängt langsam an, das ist das politische Problem, weil wenn Sie heute eine Bildungsreform machen, wir haben angenommen, eine Bildungsreform dauert 10 Jahre, bis man keine Risikoschüler mehr hat, bis die dann in den Arbeitsmarkt reinwachsen, vergehen 20 Jahre und dann sehen Sie, aber nehmen die Effekte exponentiell zu. Also wenn wir heute eine Bildungsreform machen würden, 2010, hätten wir 2030 ein zusätzliches Wachstum, was die gesamten Bildungsausgaben der Bundesrepublik von Hochschule bis Kindergarten, von Kommune bis Bund übersteigen würde. Dann ein paar Jahre später, im Jahre 2043, hätten wir mehr als unseren gesamten heutigen Bundeshaushalt. Und innerhalb einer Generation, also in 65 Jahren, würden wir mehr zusätzliches Wachstum generiert haben als die komplette Staatsverschuldung aller Gebietskörperschaften zusammen. Das sind riesige Effekte, die, wie gesagt, nicht davon abhängen, ob ich mehr Doktoranden und Ingenieure habe, sondern die davon abhängen, dass ich das Problem der Risikoschüler in den Griff kriege. Die Botschaft, die ich Ihnen in dem zweiten Teil mitgeben möchte, ist, dass Unbildung, egal ob auf der Seite von Lohnsteuerausfällen, Wirtschaftswachstum oder Kriminalität, eben nicht nur ein Problem der Ungebildeten selbst ist,
Für die ist es natürlich ein dramatisches Problem, weil sie nicht teilhaben können. Dass es aber auch ein Problem für uns als Gesellschaft als Ganzes ist. Und dass, wenn wir heute nicht investieren, dass wir dann zukünftig nicht die Früchte einfahren, beziehungsweise weiterhin von den Lasten erdrückt werden. Die Frage ist natürlich, was können wir tun? Wer kann was wie jetzt tun? Und damit bin ich bei den Lösungsansätzen und Leitfragen und eben dem Kern, wie ich mehr Chancengerechtigkeit und mehr Qualität im föderalen System herstelle. Gucken wir mal auf die Kommunen. Ich gehe durch die drei Ebenen durch: Kommunen, Länder und Bund. Bei Ihnen treten die Probleme ortsnah und wahrscheinlich am erlebbarsten auf. Demografischer Wandel, Segregation, soziale Brennpunkte auf der einen Seite und die Finanznot und damit die Unfähigkeit, in die Zukunft zu investieren, auf der anderen Seite. Und da helfen auch die schönen Ansätze manchmal nicht, die entwickelt werden, die wir gestern auch in Teilen gehört haben, wenn sie erdrückt werden, auf der einen Seite von den Herausforderungen und auf der anderen Seite von der Finanzsituation. Und damit natürlich die Frage, welchen Sinn macht es und ginge es, werde gleich auch Lösungsansätze skizzieren, mehr Kompetenzen und entsprechend den Kompetenzen auch eine bessere Finanzausstattung in die Kommunen hineinzugeben. Wenn Sie sich die nächste Ebene der Länder angucken, dann haben wir dort eine große Vielfalt. Ich habe nur mal mitgebracht, wir haben 96 Bezeichnungen für Sekundarschulen in der Bundesrepublik, 24 unterschiedliche Sprachtests im Kita-Alter. Je nach Bundesland: Baden-Württemberg 5,7% Jugendliche ohne Hauptschulabschluss, Mecklenburg-Vorpommern 17,9%. Teilhabequoten bei den unter Dreijährigen 14%, nachdem NRW jetzt ziemlich aufgeholt hat, oder eben 56%, ich glaube Sachsen-Anhalt an der Spitze. Die Erreichung der Hauptschulstandards zum Beispiel wird gar nicht überprüft von den Ländern. Man konzentriert sich lieber auf das Abitur, da ist man auf der sichereren Seite. Das heißt, die Chance der Unterschiedlichkeit, ich glaube, das ist das Kernproblem der Länder heute, wird nicht genutzt. Wir nutzen keine Ideen, die sich im Wettbewerb durchsetzen, sondern wir verhindern Transparenz da, wo sie wehtut, und leben eine Unterschiedlichkeit, die dem Bürger kaum noch vermittelbar ist. Konsensprinzip, zu wenig Transparenz ist aus meiner Sicht das Kernproblem. Die Länder haben das Privileg, und ich sage das als ehemaliger Landesminister in der Kultusministerkonferenz, die Länder haben das Privileg, sich selbst zu kontrollieren. Das ist, wenn Sie in der Politik sind, ist das wunderbar, aber wenn Sie von außen gucken, ein Stück fragwürdig. Das heißt, wie nutzen wir die Chancen eines wirklichen wettbewerblich orientierten Bildungsföderalismus und eben kein lähmendes Konsensprinzip? Und die Bundesebene, die darf meistens zuschauen. Sie trägt den größten Teil der Folgekosten, das haben wir eben bei den Lohnsteuerausfällen exemplarisch gesehen. Sie hat wenig Kompetenzen und aber den grundgesetzlichen Anspruch, für gleiche Lebensverhältnisse in der Bundesrepublik zu sorgen. Und damit ist natürlich die Frage, sollte man mehr Bundeskompetenzen hier einräumen? Wir werden morgen unsere neueste Umfrage, wo wir knapp 500.000 Bürger gefragt haben, wie sie sich das Bildungssystem der Zukunft vorstellen, veröffentlichen. Und wir haben deutlich über 90% der Bürger, die überhaupt kein Verständnis mehr haben für den Föderalismus. Damit muss man zumindest politisch umgehen. Sie wollen alle eine Bundeszuständigkeit, sie wollen eine Einheitlichkeit, sie glauben, dass der Wettbewerb nicht nützt. Aber wie gesagt, Details dazu morgen. Die Frage ist, was müssen wir tun? Und dann komme ich noch gleich dazu, abschließend, wer muss es tun? Wir haben das gesamte Thema Familien. Wie schaffe ich das eben, eine Grundsicherung herzustellen? Wie schaffe ich Lebensräume? Und ich will an der Stelle in Rücksicht auf meinen Nachredner das Thema ausblenden und mich erst hier nur darauf konzentrieren, was wir von der Seite der Bildung und Bildungsinstitutionen machen müssen. Und wir werden gleich in dem nächsten Beitrag dann hören, was wir mit den Familien machen sollten. Früh investieren statt spät reparieren. Kita-Ausbau. Inklusive Schulsystem. Über die Hälfte der Hauptschulabbrecher kommt von den Förderschulen. Wenn Sie das politische Ziel ausrufen, die Halbierung der Hauptschulabbrecher, aber nicht über Inklusion und Förderschulen reden, können Sie es gar nicht erreichen, weil Sie, wie gesagt, 56% der Schulabbrecher haben, die vorher aus der Förderschule kamen. Umbau der Schulen zu individueller Förderung. Qualifizierung der Lehrerinnen, aus unserer Sicht das größte Problem und die größte Herausforderung, der Ausbau der Ganztagsschulen, das ist teuer, und die Ausbildungsgarantie für Jugendliche. Jeder Jugendliche braucht den Rechtsanspruch auf einen Ausbildungsplatz,
Anders werden wir, so unsere Überzeugung, hier nicht eine Chance fair geben können. Damit muss man natürlich die Frage stellen, was machen wir mit den Ressourcen? Und da gibt es die eine Antwort, die ist wirksam steuern. Nicht mit der Gießkanne, sondern da, wo die Problemlage am größten ist. Das ist übrigens bei der Bevölkerung höchst umstritten. In der Umfrage, die wir morgen veröffentlichen werden, haben wir genau einen 50-50-Split in der Bevölkerung zwischen denen, die sagen, es ist fair, dass die, die mehr Probleme haben, mehr Geld kriegen, und 50% sagen, nee, das ist nicht fair, jeder soll das gleiche Geld kriegen. Also auch hier müssen wir politisch noch dran arbeiten. Der Kern ist aber, und das ist höchst umstritten, und ich bin sicher, wir haben darüber auch eine Kontroverse in diesem Saal, investieren statt transferieren. Und wenn Sie sich mal zwei Positionen angucken, Kita-Ausbau unter Dreijährige, fehlen uns ungefähr noch 2,5 Milliarden Euro im Jahr. Und der flächendeckende Ausbau der Ganztagsschulen, das hängt jetzt ein bisschen davon ab, wie Sie es machen, irgendwo zwischen 4 und 6 Milliarden Euro im Jahr. Grobe Schätzung. Unfinanzierbar im Moment. Aber wenn Sie auf der anderen Seite mal gucken, dass die letzte Kindergelderhöhung, die 20 Euro, die es da vor 2 Jahren gab, 4 Milliarden Euro gekostet hat. Und bei der überwiegendsten Zahl der Familien keinen Unterschied gemacht hat. Ich habe auch 2 Kinder, ich habe es natürlich gerne mitgenommen, 40 Euro mehr ist immer schön in der Tasche zu haben im Monat, aber es hat mein Verhalten nicht geändert. Ich rede nicht über die sozial Schwächsten, bei denen das dann gerade ein Heben über die Armutsschwelle geht. Aber bei der großen Zahl der anderen war das, wenn wir ehrlich sind, verschwendetes Geld. Meine Frau hat auch Elterngeld kassiert, war auch eine wunderbare Sache, aber es hat unser Verhalten nicht geändert. Müssen wir dafür 4 Milliarden Euro ausgeben? Wie stehen wir zum Betreuungsgeld? Ist das wirklich der richtige Weg? Wir neigen dazu, immer mehr Transferleistungen an alle zu geben, anstatt eben dort zu investieren in den Institutionen, wo es dringlich wäre. Und ich glaube, wir kommen nicht umhin, uns dieser sehr schwierigen Diskussion zu stellen, zu sagen, wollen wir nicht die Kindergelderhöhung zurücknehmen, wollen wir nicht an das Elterngeld wieder rangehen, wollen wir nicht ehrlich sein und das Betreuungsgeld aussetzen und aus diesen Ressourcen den dringlichen Ausbau im Kita- und Ganztagsschulbereich finanzieren. Der richtige Mix zwischen Transfer und Infrastruktur, und der ist außer Balance in Deutschland, ist nötig. Eindeutige Verantwortung, ganz schwieriges Thema. Ich stelle es mal eher als eine Frage oder Vorschlag. Könnte man nicht so weit gehen, dass in den Kommunen, die ja die frühkindliche Betreuung heute in sehr verlässlicher Weise in der Regel herstellen, die sich auch den Schritt zutrauen und sagen, wärt ihr nicht auch in der Lage, die Grundschulen mitzuverantworten? Gerade in den Standorten, wo der demografische Druck so hoch ist, dass vielleicht nur noch gemeinsame Grundschule- und Kindergartenstandorte erhalten werden können. Wo Übergänge zwischen dem frühkindlichen und dem Primarbereich sinnvoll gestaltet werden können. Ich glaube, das sind Themen, über die muss man diskutieren. Ist das nicht ein Schritt eindeutigerer Verantwortung, um das Thema Ganztagsschule einfacher zu lösen? Wo der Bund das Mittagessen bezahlt, das Land die Lehrer und die Kommune die Freizeit- und Nachmittagsangebote. Geht das nicht einfacher? Und auf der anderen Seite, das ist für die Länder, und ich sage das aus eigener Betroffenheit von früher, auch nicht ganz einfach, sollte der Bund nicht das eindeutige Recht bekommen, die Qualität zu kontrollieren, Vergleiche zwischen den Ländern zu machen und darüber reden dürfen? Ich glaube, die goldenen Zügel mit dem Einzelprogramm hier und dem Einzelprogramm da ist nicht der richtige Weg. Aber was würde zu den 16 Ländern geschehen, wenn der Bund vorführen dürfte, wo die Schwächen sind und nur darüber reden, nur die öffentliche Diskussion bestimmen? Ich glaube, da würde man anders sich anstrengen müssen. Es gibt aber natürlich auch Themen gemeinsamer Verantwortung. Also das Ganztagsschulprogramm, der U3-Ausbau, ist nicht, glaube ich, realisierbar ohne eine gemeinsame Kraftanstrengung von Bund, Ländern und Kommunen, aber möglichst eben mit eindeutiger operativer Verantwortung und dann einer Umschichtung der Ressourcen, sodass der, der die Kompetenz hat, dann auch die Mittel zur Verfügung bekommt. Das Fazit und damit auch das Ende der heutigen Einleitung. Ich habe versucht, Ihnen aufzuzeigen, dass Sparen teuer ist. Dass wir Herausforderungen haben, wo Gesellschaft sich ändert, wo das Bildungssystem, zum Beispiel im Ausbau frühkindlichen Bereich und Ganztagsschulen, noch nicht hinterherkommt. Und dass dadurch aber eben Konsequenzen entstehen, die uns alle betreffen als Gesellschaft. Und ich versuche das auch, wenn ich zur Hamburger Schulreform und dem Scheitern dort versucht habe, meine Stimme in Hamburg zu erheben, auch eben den Bildungsbürgern klarzumachen und zu sagen, kurzfristig habt ihr vielleicht was davon, wenn ihr eben eure Kinder beschützt. Aber langfristig leiden wir alle darunter, wenn uns weiterhin 20% durchs Raster fallen.
eindeutige Verantwortlichkeiten, adäquate finanzielle Ausstattung. Ich glaube, da müssen wir eben den Mut haben, über Umschichtungen zu reden. Das Thema faire Bildungschancen und gleich noch die Unterstützung der Familien. Und ich glaube, das mit schwierigste Thema, wo können wir mehr investieren im Sinne einer chancengerechten Gesellschaft für die Zukunft, anstatt zu transferieren, um die Lasten der Vergangenheit auszugleichen. Herzlichen Dank.